Es gäbe eine New World Order, Great Reset, Transhumanism und das digitale Gefängnis für uns und Bevölkerungsreduzierung. Darum geht es. Die Diktatur wird eingerichtet vor unseren Augen. Es ist wie ein Science-Fiction-Film. Es ist wirklich like 1984 auf Steroiden. Es ist ein absolutes, weltweites Verbrechen gegen die Menschheit und die Politiker, die schämen sich gar nicht mehr. Die machen es offiziell jetzt. Herzlich willkommen zu unserem Infrarot-Spezial-Interview, diesmal mit Bernie aus Australien. Vielen Dank für deine Zeit, Bernie. Danke, Markus, für die Einladung und hallo an die Zuschauer. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, stelle ich dich mal kurz vor, beziehungsweise fasse mal kurz zusammen, was ich bis jetzt über dich weiß. Du lebst seit über 20 Jahren in Australien und seit 3 Jahren in Townsville, einer Stadt im tropischen Teil von Queensland. Im Zuge der sogenannten Corona-Krise bist du in die Öffentlichkeit getreten und berichtest seitdem zuerst auf YouTube und jetzt auf Rumble und Telegram sehr kritisch über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Australien und in der Welt. Deine Berichte zeigen, dass es besorgniserregende Parallelen in vielen westlichen Ländern zu geben scheint, die eine gewisse globale Agenda erkennen lassen. Und das weit über das Corona-Thema hinaus. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie bist du damals eigentlich nach Australien gekommen und was machst du heute dort beruflich? Okay, Markus, um das ganz schnell zusammenzufassen, ich bin seit 25 Jahren in Australien, Townsville 2 Jahre bin ich jetzt hier und habe über 20 Jahre in Melbourne verbracht. Wie es dazu kam, ich damals, es war glaube ich 97, ich bin immer gerne verreist. Deutsche wissen ja, wir sind Weltmeister im Reisen und Beschweren. Ich habe immer gern gereist, bin nach Australien gegangen, habe eine Freundin da kennengelernt. Sie wollte dann ein bisschen mehr haben und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann hat sie halt gesagt, damals in 97 musste man noch, das waren 1000, 2000 Mark pro Monat Telefonrechnung und da habe ich mir auch gedacht, ey, ist einfacher, wenn sie nach Deutschland kommt, war es ein paar Wochen da, es ging ganz gut und dann hat sie gesagt, was hältst du von, wenn du nach Australien kommst? Australien war noch nie bei mir auf dem Plan, ich wollte mal nach Amerika ziehen, hauptsächlich Florida oder Kalifornien, bevor Kalifornien eigentlich kompletten Verstand verloren hat mit der Regierung da. Und dann bin ich nach Australien wegen ihr und war erst in Perth ein paar Monate und dann sind wir nach Adelaide, war ich über ein Jahr in Adelaide, in Henley Beach und dann danach ging es nach Queensland, nach Surfers Paradise und von da aus nach Brisbane, war ich in Brisbane für etwas über 2 Jahre und dann runter nach Melbourne. Also die Hauptzeit in Melbourne verbracht. Und es hat fast 3 Jahre gedauert, bis ich legalisiert war in Australien. So lange hat das gedauert. Das heißt, ich durfte da nicht arbeiten. Ich muss vom Ersparten leben. Also war eine ziemlich harte Zeit. Und als ich dann arbeiten durfte, habe ich keinen Jobs gekriegt in der Goldküste. Und in Brisbane, weil angeblich ich sehr rassistische Erfahrungen gemacht habe. Es war nicht gut. Und in Melbourne war es klasse. Melbourne, wenn noch nicht in Australien war, Melbourne ist so wie in Frankfurt. Es gibt da keine großen Unterschiede, sehr multikulturell. Infrastruktur ist ähnlich. Frankfurt ist besser, die Infrastruktur, aber die Mentalität von den Leuten in Melbourne war klasse gegenüber Ausländern. Also war ich 20 Jahre, hatte ein Personal Training Studio gehabt für 17 Jahre und habe dann auch investiert in Immobilien, habe 4 Jahre investiert, Zeit, um zu lernen, wie das funktioniert. Und dann hatte ich angefangen, Häuser in Las Vegas zu kaufen. Und dann in Australien auch und mit 47 bin ich ziemlich so in Rente gegangen. Das heißt, ich habe genug passives Einkommen gehabt, damit ich meine Kosten bestreiten kann. Also nicht reich, aber ich kann ohne Regierungsunterstützung leben. Und so, und dann war ich in Bendigo für 5 Jahre. Meiner Frau, die ich gerade habe mit 42, da ihr Vater hat Demenz gehabt in Bendigo und dann sind wir nach Bendigo gegangen, das Personal Training Studio zugemacht. Und habe da fast 5 Jahre in Bendigo gelebt, um ihrem Vater da zu helfen und ihr zu helfen. Und danach sind wir halt nach Townsville gegangen. Das ist so im Großen und Ganzen, wie ich hier in Australien mich niedergelassen habe. Wie kamst du der Entscheidung Townsville? Normalerweise ist ja da das Vorurteil immer, dass man sagt, um Gottes Willen, Nord-Queensland, das sind die ganzen Bogans. Warum hast du dich für Townsville entschieden? Ich habe die letzten 20, 25 Jahre viel gearbeitet. Ich selber habe es immer gerne warm gehabt. Ich bin dreimal um Australien herumgefahren, mir das angesehen. Und vom Wetter her, denke ich mal,
Die Infrastruktur auch, Townsville ist klasse. Es ist noch sehr, sehr unbekannt. Die meisten kennen Cairns, Byron Bay und so ein Zeugs, aber Townsville nicht so. Sehr große Militärbasis, heißt, die Infrastruktur, Geld ist hier auch, Regierungsgeld und trotzdem sehr klein. Ungefähr 180, ich glaube 180.000 Leute leben jetzt im Augenblick in Townsville. Also sehr übersichtlich und es ist das ganze Jahr warm. Wir haben jetzt gerade Winter und trotzdem 24 Grad am Tag. Also das Wetter her, Markus, ist der Hauptgrund gewesen und das Great Barrier Reef, so dass wir dann auch Sachen. Nur meine Frau hat vor 2 Monaten gedacht, wir sollten ein neues Projekt haben. Wir haben ein Haus gekauft, was wir gerade renovieren und da sind wir 14, 16 Stunden am Tag am Renovieren und hoffentlich in 2, 3 Wochen ist es fertig. Und dann wollen wir für 10 Tage Richtung Norden, ganz hoch an die Spitze in Queensland. Also Townsville war auf jeden Fall für uns eine, weil Flughafen, internationaler Flughafen ist da, von hier nach Melbourne auch, sind es 3 Stunden, 3,5 Stunden ist man da, Direktflüge. Leute sind sehr, sehr freundlich ab hier, hier oben in North Queensland. Gefällt mir. Es gab ja für dich, so wie ich es verstanden habe, so eine Initialzündung, als du angefangen hast, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war die Corona-Zeit, ne? Zumindest war das in meinem Bewusstsein so, dass du dann irgendwie erschienen bist in den alternativen Medien und die Leute aufgeklärt hast, was zeitgleich zu den Ereignissen in Deutschland, in Australien passiert. Was hat dich dann dazu bewogen, da sozusagen diesen YouTube-Kanal aufzumachen zu der Zeit und warum ist der jetzt irgendwann dann verschwunden? Gute Frage, Markus. Es war folgendes. Wir hatten ja im März 2020, meine Frau und ich hatten uns entschieden, zuvor unser Haus zuzumachen, Auto zu verkaufen, wollten für ein Jahr nach Deutschland und 6 Monate in Deutschland, 6 Monate in Spanien. Das war unser Plan gewesen für März 2020. Wir hatten alles gebucht, Kisten, das Haus so gut wie abgeschlossen und 2 Tage vor unserem Abflug hatten wir diese Lockdowns gehabt. Und wir konnten es nicht glauben. Meine Frau ist gelernte Krankenschwester und meine Stieftochter ist Paramedic auch. Also die ganze Familie ist involviert mit Medical Position. Und wir haben uns so angesehen und gedacht, warum schließen wir die Grenzen zu wegen Schnupfen? Das hat uns überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, wir haben das Geld nicht wieder gekriegt für den Flug. Wir saßen im Haus auf den Boxen, auf den Kisten. Nur noch ein Auto gehabt und haben gesagt, was machen wir jetzt? Weil wir wussten ja alle nicht, wie lange es dauern wird. Und da hat mich dann ein Freund angerufen, den ich seitdem ich 11 bin, ich bin jetzt 53 bin ich? Ja, 53. Seit ungefähr 42 Jahren kenne ich den Jürgen Pfaff in Kassel und mit dem hatte ich Kontakt und er hat gesagt, Bernie, ich bin hier bei den Querdenkern und ich kannte das ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, was ein Querdenker war. Und er sagt, um was geht's? Und da sagt der Bernie, wie sieht's bei euch in Australien aus? Sag ich, das wirst du doch wohl wissen. Dann sagte, nee, nee, wir kriegen von in den Medien überhaupt nichts mit, was in Melbourne los ist. Und das war für mich, Markus, wo ich mir dachte, was? Ihr hört alles, was in Australien, wenn ein Krokodil einen beißt oder ein Dingo, ein Baby klaut oder sonst irgendwas, habt ihr gleich die Nachrichten da, Reuters und so weiter. Und ein Lockdown in Melbourne wird keine Nachricht bei euch in Europa gezeigt. So, und da hat der Jürgen mich dann gefragt, ob ich mal ein Video machen könnte. Habe gesagt, guck, ich bin jetzt gerade in Rente gegangen, sozusagen, und will mal gucken. Ich kenne mich aus überhaupt nicht aus mit Technologie, mit Kameras und so weiter, mit YouTube. Sage ich, okay, dann mache ich einen YouTube-Kanal. Und da habe ich Bernie aus Australien gemacht. Und da habe ich das Video gemacht, weil der Jürgen ziemlich gesagt hat, was ist los? Ich habe dann gesagt, was los ist. Und das ging dann ziemlich auch viral hoch. Und ich glaube, am Anfang hatte ich es auf Englisch gemacht und auf Deutsch. Und in Englisch, ich hatte Morddrohungen bekommen, ich hatte Beleidigungen bekommen, man wüsste, wo ich wohne, man will mein Haus abbrennen und so weiter und so fort. Den ganzen Blödsinn. Und da habe ich mir gedacht, vergiss es, so mache ich nur noch auf Deutsch, dass die Leute das, die Nische da haben, die in Englisch sprechen, dass die wissen, was los ist. Und Markus, dadurch wurde das Ganze hervorgerufen. Und ich wollte 100 Leute erreichen damit. Und das erste Video, da habe ich ja gesehen, oh, 20 Leute haben es schon gesehen. 23. Und dann bist du morgens aufgewacht und dann haben sie über 1.000 gesehen. Sei es unwahrscheinlich. Nur halt, das ist halt, wo es mit angefangen hat, mit diesen Videos. Weil ich konnte und kann immer noch nicht glauben, dass in Europa und überall nichts gezeigt wurde. Wir hatten 6 Lockdowns gehabt in Melbourne, in Victoria.
Es war unwahrscheinlich, Markus, da zu leben zu der Zeit. Das ist nur 2 oder 3 Jahre her. Wir waren ja fast ein Jahr eingeschlossen. Wir durften nicht weiter als 5 Kilometer wegfahren. Man musste Maske tragen. Ich habe keine Maske getragen. Ich bin nicht geimpft. Ich halte davon nicht viel, diese Propaganda, diese medizinischen Versuche. Ich habe so viele, ich durfte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Wenn man sich das wirklich nachher so vor Augen hält, das ist so ein Verbrechen, Markus, was passiert war. So, und dann ist es halt gewesen. Da war ich bei YouTube, Facebook und natürlich wurde ich überall gelöscht. Der Grund war, die Community Guidelines habe ich nicht eingehalten. Und es hat ja keinen Sinn gemacht, dagegen Google oder so anzukommen. Und okay, was war's? Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann bin ich ohne Kanal, hat man mir gesagt, geht zu Telegram. Ich hatte von Telegram noch nie gehört. Und dann seitdem bin ich bei Telegram und der Admin da macht die Videos auch bei Rumble hoch und er verwaltet den Rumble-Kanal. Also nur Telegram und Rumble, Markus. Also war praktisch Corona so ein Start für dich, im Grunde dich da zu äußern zu diesen Themen, weil, also ist denn eigentlich, wie ist denn das aktuell? Ist denn Covid in Australien noch ein Thema? Also soweit ich weiß, kämpft Australien gerade mit anderen Problemen, also zum Beispiel einem enormen Haushaltsdefizit, steigenden Zinsen und einer Immobilienkrise, wie auch jetzt hier in Neuseeland, wo es erhebliche Verschlechterungen der zivilen Sicherheitslage gibt, ne? Also nicht nur bei dir in Townsville haben die Einbrüche ja zugenommen und die Autodiebstähle. Und hier in Neuseeland ist es ähnlich. Warum? Stimme ich dir vollkommen zu, Markus, die Kriminalität, die ist so durch die Decke gegangen in Australien, gerade in Townsville. Wir machen uns sogar Sorgen, dass Leute hier einbrechen ins Haus. Gegenüber, die haben eingebrochen, da sind 3 Soldaten, schlafen da im Haus, hat man um 2:30 Uhr mal eingebrochen. Nebenan ist man durch die Garage eingebrochen. Die Gegend, wo wir sind, das nennt sich Annandale. Es ist keine schlechte Gegend, wo wir wohnen. Und es ist viele Probleme. Es ist wirklich wahr. Worauf führst du das zurück, dass diese Probleme jetzt so verstärkt auftreten, hier im Down Under, sage ich mal? Ich denke mal, so ist es eigentlich weltweit, weil wenn man sich jetzt umsieht, was passiert und was ja diese Agenda ist von diesem New World Order, die Leute haben keine Perspektive mehr. Und die Kinder oder die Jugendlichen, die jetzt die Verbrechen auch begehen, es sind meistens Jugendliche. Ein Freund von mir in Onumba ist man um 2 Uhr morgens eingebrochen und bei ihm im Schlafzimmer gewesen, wo seine Frau und er waren. Und die haben keine Perspektive. Und obendrein, sie werden auch nicht bestraft. Wenn die überhaupt geschnappt werden, die werden wieder freigelassen. Also es ist keine Bestrafung. Und die Jugendlichen wissen ja gar nicht mehr, was sie machen sollen. Die haben ja keine Zugehörigkeit mehr. Die wissen, die Perspektive ist absolut weg für die Leute. Und Also kriegen wir was? praktisch hier südafrikanische Verhältnisse. Absolut. Absolut. Ich hatte vor ein paar Wochen auch auf dem Highway hier, wo man 80 fahren darf, einer ist hinten dran gefahren, vielleicht so weit von meiner Stoßstange. Und dann ist er an der Seite gefahren, da waren 4 Leute drin im Wagen, wollten mich abdrängen von der Straße. Ich habe mir gedacht, wow, es ist wie im Wilden Westen. Das hätte ich niemals gedacht hier in Townsville. Also die Kriminalität, es nimmt sehr, sehr stark zu, die letzten, würde ich mal sagen, 6 bis 12 Monaten. Du sprichst ja auch oft in deinen Videos von dem immer stärker werdenden Einfluss der Globalisten auf die nationalen Regierungen. Und tatsächlich scheint es ja sowas wie eine internationale Agenda zu geben, die aber vorwiegend in den westlichen Demokratien vorangetrieben wird. Unter dem Vorwand des höheren Wohles, the greater good, sollen eher unpopuläre politische Maßnahmen durchgedrückt werden. Als Beispiele nenne ich jetzt mal Klimawandel, Black Lives Matter, Gender-Themen und auch die ungezügelte Aufnahme von Immigranten in Europa unter dem Deckmantel des Asylrechts. Was aber jetzt hier auffällt in Australien und Neuseeland, ist die doch sehr überraschende Stärkung der Rechte indigener Bevölkerungsgruppen. Stichwort The Voice oder Co-Governance. Wollen die alten weißen Männer die Fehler der Vergangenheit tatsächlich wieder gut machen, oder wie interpretierst du diese Entwicklung? Oh, jetzt mittlerweile, wir sind jetzt 3 Jahre dabei, ist eigentlich ganz offensichtlich, man will eine Diktatur einrichten, totalitäres System. Es geht ja um die New World Order. Ich weiß, viele Leute haben von noch nie gehört oder um Great Reset. Es geht um das Ganze einfach zu machen. Wir verschwenden ja auch viel Energie über diese kleinen Sachen, die Ablenkungen und so. Es geht um die New World Order, Great Reset,
Transhumanism und das digitale Gefängnis für uns und Bevölkerungsreduzierung. Darum geht es. Aber hier in Australien, wie du schon gerade gesagt hast, die Diktatur wird eingerichtet vor unseren Augen. Und wir sind jetzt so nah dran, dass wir die jetzt, ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten 12 Monaten wird es umgesetzt in Australien, wenn wir nicht genug Widerstand haben. Und das ist kein Geschwurbel, das ist keine wahnsinnig. Ich sage nur das, was vor unseren Augen hier passiert. Und ich habe auch viele Beweise dafür. Das kann jeder, der das jetzt sieht, verifizieren für sich selber. Wir haben The Voice, was du gerade angesprochen hast. Es wird verkauft, dass jetzt nach so vielen Jahren Unterdrücken die Aboriginal sollen ihre Rechte bekommen. So ein Blödsinn, weil wenn sich wirklich jemand interessiert, wir haben ungefähr zwischen 500 bis 800.000 Aborigines in Australien. Wir haben 25 bis 26 Millionen Australier, wenn das überhaupt stimmt. Wer weiß es, weil die Statistiken sind ja auch alle manipuliert. Aber lass uns sagen, das würde stimmen. Wir haben im Augenblick 11 Abgeordnete im Parlament Aboriginals. 11 von ungefähr 220 oder was es sind. Also wir haben ungefähr 5% der Politiker sind bei uns, sitzen bei uns, das sind Aboriginals. So, und 5% von 25 Millionen, wir haben ungefähr 2,5% der Bevölkerung ist Aboriginal. Aber wir sind eigentlich schon überbesetzt im Parlament durch die Aboriginal Vertretung. Und wenn dann mir jemand sagen möchte, die Aboriginals haben keine Chance, überhaupt was zu erreichen. Ja, sie wurden unterdrückt, gestohlene, die Stolen Generation. Absolut kriminell, was man mit denen gemacht hat. Absolut. Nur, diese Voice dient dazu, es wird uns verkauft. Gebt denen doch jetzt mal recht. Gebt denen doch mal eine Stimme. Gebt denen mal einen Zweck und eine Anerkennung dafür, was wir gemacht haben zu denen. Erstmal, ich habe denen nichts gemacht. Ich finde alle Leute gut, egal welche Hautfarbe du hast, ob du schwarz bist oder gelb oder grün, ist mir so egal. Bist du gute Person, bist du gute Person. Ich selber hatte im Dezember in einer Aboriginal Community gelebt. Meine Stieftochter, meiner Frau ist Tochter, sie ist Paramedic da. Sie ist für ein Jahr im Northern Territory gewesen und daher wurde ich. Oder hatte ich die Erlaubnis, da zu wohnen, ein paar Wochen. Und sie ist jetzt in Broome in Western Australien und arbeitet da in der Aboriginal Community. Also ich habe einen guten Einblick da bekommen mit den Aboriginals. So, ja, damals wurden die absolut unterdrückt und die Rechte genommen und so weiter. Und das ist absolutes Verbrechen. Nur heutzutage, die haben auch Chancen. Es ist nicht mehr so schlimm. Die Voice geht dazu da und man kann es nachsehen bei der UN, Vereinigten Nationen, United Nations. Es geht darum, dass jetzt die Aboriginals haben ja diese souveräne Sachen, die unterliegen nicht unserem, wie sagt man, Constitution, unserem Grundgesetz. Verfassung, ja. So, genau. Aber jetzt mit dieser Voice, wenn das umgesetzt werden sollte, wenn man, die Regierung gibt Millionen Dollar dafür aus, Markus, um dieses Yes, 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 sag Yes, Yes, Yes. Wir fragen, um was geht's bei dieser Voice? Ah, können wir euch nicht sagen. Details kriegst du nicht. Um was geht's genau? Ah, sei kein Rassist, wähle ja. Und wenn du dann nochmal fragst, ja, aber ich wähle ja, um was geht es? Guck, sei kein Rassist, sag einfach ja, es geht darum, du bist doch kein Rassist, wirst die Aborigines unterstützen, also sag ja. Das sind Informationen, die wir bekommen, jetzt seitdem das angefangen hat von unserer Regierung. Und jetzt wachen mehr und mehr Leute auf, jetzt ist man im Negativen, man ist unter 50% jetzt der Befürworter für diese Voice. Jetzt sind man alle Sportstars dazu, die sowieso ein Knie nehmen bei Black Lives Matter auch. Sag ja zu dieser Voice. Um die Voice geht es ganz einfach drum. Es ist das größte rassistische Abkommen, was es gibt, weil dadurch werden wir weiterhin getrennt. Anstatt die Weißen, die Schwarzen und alle anderen zusammen als Australier zu haben und zusammenzukommen, dieses Voice ist rassistisch, weil auf einmal hat man eine Gruppe Aboriginals da und das sollen 24 Abgeordnete sollen bestimmt werden, die dieses Gremium bilden. So, wenn man dann ein bisschen nachguckt bei den United Nations, dann sieht man, dass diese 24 hier in Australien eingerichtet werden. Das sind wahrscheinlich noch nicht mehr Aboriginals. Aber die werden 24 dafür stimmen, was gemacht wird. Und wir sehen in Western Australien zum Beispiel Aboriginal Heritage Gesetze, der Vorreiter für The Voice. Zum Beispiel am letzten Wochenende ganz große Sache hier. Man wollte 5.500 Bäume pflanzen in Western Australien. Und in Western Australien ist ein Gesetz, dass die Aboriginals rausgehen müssen, um dieses Land zu beurteilen. So, das nennt sich die Aboriginal Corporation oder Firma. Sie sind rausgegangen letzte Woche und haben gesagt, okay, ihr dürft 5.500 Bäume pflanzen, aber ihr müsst uns 2,5 Millionen Dollar dafür geben.
Und da haben die gesagt, vergiss es, wir pflanzen keine Bäume und das war's. So, das ist der Vorreiter dafür, was mit dieser Voice kommt. In Westaustralien ist nicht in unserem Grundgesetz drin, was ist ein Gesetz, aber nicht im Grundgesetz. Nur das Voice, wenn das ins Grundgesetz reinkommt, das heißt, die Aborigines verlieren alle Rechte. Und da kann diese Kooperation, diese Firma reinkommen, machen, was sie wollen. So, die können dann zum Beispiel sagen, Markus, und das ist kein Blödsinn, das ist weltweit. Ich sehe es in Amerika, ich sehe es in anderen Ländern auch, mit denen ich Kontakt habe. So, dann ich habe Immobilien hier in Australien. Dann können die sagen, Bernie, du, die Immobilien sind auf dem Land der Aboriginals, also das heißt, es gehört dir gar nicht. So, jetzt musst du Geld zurückbezahlen an die Aboriginals. Jetzt sagen wir, pro Haus musst du vielleicht 20.000 Dollar bezahlen und wenn du das nicht hast, dann wird das Haus abgenommen. So, das ist das Gravierende, was passieren wird. Nicht sofort, aber das ist dann in der, im Grundgesetz drin. Da Also sind wir souverän. ich fasse das nochmal zusammen. Praktisch, the greater good ist praktisch, den Aborigines die Rechte zurückzugeben. Dafür werden sie wahrscheinlich auch den Zuspruch der internationalen Gemeinschaft oder den internationalen Menschen haben, die sich sagen, klar, das ist im Grunde ein kolonisiertes Land. Ist doch gut, wenn die Aborigines was zurückbekommen. Aber der Outcome oder das Resultat von dem Ganzen wird im Grunde eine Enteignung der Mittelschicht sein. So siehst du das. Ganz gravierend so. Nur halt das Problem ist, was die Leute nicht sehen möchten oder können, das Geld, was wir dann bezahlen müssen, geht nicht zu den Aboriginals, das geht dann zu den Globalisten hin. Und von den Informationen, die ich habe, die haben sie ja schon aufgeteilt, die wollen Australien haben. Die haben Mandat darüber gemacht mit der UN, dass Australien denen gehört, das können Leute nachsehen, guckt an bei der UN, das ist absolut verrückt, was da drin steht. Und es geht darum, dass das Geld nicht zu den Aborigines sind. Die Aborigines werden noch ärmer dadurch, durch diese Voice, wenn das durchgesetzt wird. Die werden sich nicht besser darstellen, weil die Rechte von den Aborigines ist den Globalisten absolut egal und die wollen die Rohstoffe haben. Und auf, im Augenblick, was viele auch nicht wissen, weil man immer sagt, die armen Aboriginals. Ich kenne Aboriginals Communities, die bekommen Millionen von Dollar jedes Jahr von den Minenfirmen hier. Um Bergbau, um da abzutragen, bekommen die Millionen von Dollar. Millionen, Markus. Es ist unwahrscheinlich, was für Geld darum geht. Nur wenn man dann sieht, 500.000 Aboriginals oder 800.000, man sagt, 300.000 von den Aboriginals sind keine Aboriginals. Die machen es nur wegen finanziellen Vorteilen und anderen Vorteilen. Aber lass uns sagen, 500 bis 800.000 Aboriginals. Millionen von Dollar. Wo geht's hin? Es sind einige Elders in der Community, die das Geld bekommen. Und es gibt sehr viele, die es gar nicht bekommen. Das ist in der eigenen Community. Ich habe in der Community, wo ich war, zum Beispiel gesehen, das sind Aborigines gewesen mit 80, 90.000 Dollar Autos. Mit Boden. Und da habe ich auch Leute gesehen, die nichts haben. Keine Klamotten, dreckig. Aber die haben alle ihr Haus da und die schlafen mit vier, fünf, sechs Familien drin und bekommen von der Regierung pro Familie Geld dafür. 80.000, 90.000 Dollar in Prado zum Beispiel, Kakadu, kostet hier 85.000 Dollar oder 90.000 Dollar. Ich kann das nicht glauben. So, da sehe ich Aboriginals, die sind nicht arm. Fast 100.000 Dollar nur ein Auto allein, dann Boot davor. Also, wenn man wirklich denkt, und das denken leider viele, dass die Aboriginals alle ganz arm sind, nee, sind sie nicht. Also, man. Gibt es dann da eine Parallele, die du siehst, zum Beispiel in Deutschland? Welche Mittel werden denn in Deutschland oder Europa angewendet, um zu ähnlichen Resultaten zu kommen? Nicht konkret jetzt, was genau in welchem Land jetzt ist. Ich sehe halt, es wird sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland auch mit dieser Renovierungs- oder wie heißt es bei euch? Die Sanierung, Haushalt, Wärmepumpe, ne? Sanierung und mit den Ölpumpen und so weiter, dass man auch sagt, ich hatte, glaube jetzt in den letzten paar Monaten 15 oder 16 Leute von meinem Telegram-Kanal hier in Australien mich besuchen. Und die haben mir alle erzählt, das ist unwahrscheinlich, die müssen ihr Haus sanieren. Und was wollen sie machen, wenn sie kein Geld da haben? Und so ähnlich wird es auch hier sein, dass man halt sagt, das Haus gehört dir nicht, gib das Geld jetzt in Aboriginals, wo es hingeht, und mit Europa Sanierung auch in Deutschland und in Amerika. Kein Gas mehr zum Beispiel darf benutzt werden in New York. Es ist überall sehr, sehr ähnlich, wo es drauf hingeht. Es geht darum, wie man sagt, in 2030, die wird nichts mehr gehören, aber du wirst glücklich sein. Und das vom World Economic Forum seit 2016 propagiert. Und mit einem Lächeln. Die sagen wirklich, dir wird nichts mehr gehören und du wirst glücklich.
Manchmal hat man den Eindruck, das ist so eine Strategie, die sich eigentlich vorrangig auf die westlichen Demokratien konzentriert. Denn ich war jetzt in den letzten Monaten in Südostasien unterwegs. Und da sieht die Sache zum Beispiel in Thailand, in Bangkok sieht es total gut aus. Da denkt man, man kommt in der Zukunft an, wenn man da hinkommt. Weil ja, da scheint das irgendwie, also die scheinen von vielen Sachen nicht berührt zu sein. Da gibt es aber auch Unterschiede, zum Beispiel Immigration ist ja völlig anders geregelt bei denen da unten in Südostasien, ne? Da bekommt man ja nie eine Aufenthaltsgenehmigung, jedenfalls keine permanente. Und trotzdem scheint diesen Ländern ja diese, ich sage mal, Monokultur, die sie da kultivieren, irgendwie nicht schlecht zu bekommen. Die sind ja krisenfest in irgendeiner Form durch diese strenge Einwanderungspolitik, die sie dort fahren, die sich ja wahrscheinlich nicht mal die AfD in Deutschland trauen würde, für Deutschland vorzuschlagen. Und Australien und die USA zum Beispiel sind ja auch nicht gerade zimperlich beim Abweisen von Immigranten. Macht Europa mit seiner vermeintlichen gut gemeinten Weltoffenheit da einen Fehler oder siehst du das auch als knallhartes Kalkül der Eliten oder der Globalisten? Was ich sehe jetzt, Markus, ist, es bereitet sich vor auf eine weltweite Regierung. Zum Beispiel, was du gerade sagst mit der Einwanderung hier. In Queensland zum Beispiel, nur ein Beispiel. Man hat bekannt gegeben vor ein paar Monaten, ich hatte ein Video darüber gemacht, dass wir jetzt pro Jahr 500 Polizisten einreisen lassen aus dem Ausland. Das heißt, Markus, du musst noch nicht mal Englisch sprechen können. Bist du ein Polizist in Bulgarien? Bist du ein Polizist, sonst irgendwo? Egal was ist. Die werden 500 Polizisten pro Jahr für die nächsten 5 Jahre, man sagt, man 200.000 Polizisten hier in Queensland reinlassen. Und abgesehen vom Beruf keine Qualifizierung. Und die dürfen sofort arbeiten, kriegen Geld dafür. Das heißt, es geht wirklich dahin. Es ist wie ein Science-Fiction-Film. Es ist wirklich like 1984 auf Steroiden. In Queensland, wo ich bin hier in Townsville, kriegen wir 200.000 Polizisten aus dem Ausland. Wir hatten hier schon zum Teil Polizei aus China, die durften hier in Australien sein, Polizisten von China. Also, wenn man das jetzt sieht mit Immigration, was für diese Weltregierung gut ist, ist okay. Was nicht gut ist, das wird absolut schwer gemacht. Also, es ist beidseitig fair. Weil ein Bekannter von mir in Deutschland ist 57, er will gerne nach Australien kommen, hat keine Chance. Er hat kein Geld dafür, kriegt die 100 Punkte, die er braucht, nicht zusammen. Und wirklich keine Möglichkeit für ihn in Australien überhaupt Fuß zu fassen. Höchst wenn ich ihn sponsern würde, dann vielleicht, aber sonst nichts. Aber der überlegt immer, Polizisten aus China dürfen kommen? Nur so? Weißt du, Polizei? diese verschärfte Sicherheitslage, die wir vorhin beklagt haben, die spielt denen ja eigentlich in die Karten dann, ne? Weil sie ja sagen können oder rechtfertigen können und sagen können, naja, wir haben ja hier ein Kriminalitätsproblem, von daher brauchen wir ja diese Polizeikräfte jetzt hier im Land. Ja. Aber was man ja auch nicht sagt, ist, dass wegen dieser Flüssigkeit, ich muss ja aufpassen, dass sie da nicht zensiert Ja, wird. ist gut, wir wollten es ja auch auf YouTube bringen, von daher Okay. sehr gut. Dass so viele Polizisten gesagt haben, ich mache da nicht mit. Die haben ihren Job verloren wegen diesem Mandat, was man vor 3 Jahren hier eingebracht hat. Und das ist auch Feuerwehrleute zum Beispiel, haben es einfach auch in Australien zu kommen. Aber was viele Leute nicht wissen, ist zum Beispiel in Victoria, und das sind Tatsachen, das können die Zuschauer verifizieren, wenn du ein Feuerwehrarbeiter, wie sagt man, Feuerwehrmann, wie ist das auf Deutsch? Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, in Victoria, du musst die Flüssigkeit haben, mittlerweile die dritte, oder du darfst da nicht arbeiten. Alle, die sich verweigert haben, an dem medizinischen Versuch teilzunehmen, die dürfen immer noch nicht zurück an die Arbeit. Die meisten sind finanziell absolut fertig, haben ihr Haus verloren und so weiter. Nur Markus, wenn du freiwillig bei der Feuerwehr arbeiten möchtest in Victoria, dann kannst du das machen, ohne die Flüssigkeit zu haben. Also es geht doch nicht offensichtlicher, wie es schon so ist, dass die Leute überhaupt noch sagen, ja, es ist fair. Nee, es ist nicht absoluter Blödsinn. Als ob du ein Feuer hast zu Hause und dann sagst, oh, warte, warte, ich möchte mal sehen, ob du die Flüssigkeit im Körper hast oder nicht, bevor du mein Feuer hier löscht. Aber bist ein freiwilliger Helfer bei der Feuerwehr, ist egal, dein Status, was du hast.
Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in die Vogelperspektive begeben und mal so probieren, ein bisschen die geostrategischen oder die geopolitischen Entwicklungen auch zu betrachten, die gerade in der Welt stattfinden. Festmachen kann man das jetzt zum Beispiel, könnte man das am Krieg in der Ukraine, das sich auch immer mehr zu einem internationalen Schlachtfeld entwickelt. Denn gleichzeitig gibt es ja seitens der BRICS auch wirtschaftliche Angriffe auf den US-Dollar und die weltweite Vormachtstellung der USA. Womit haben wir es aus deiner Sicht bei diesem Konflikt wirklich zu tun? Oh, das wär ein langes Gespräch, Markus. Nur ganz kurz zu fassen. Ich denke, es ist eine weitere Ablenkung. Ich denke, Krieg ist sehr, sehr gut für die Elite. Es war schon immer so, dass die Reichen die Waffen geliefert haben und die Armen haben die Leichen geliefert. Es geht um so viele Ukraine. Geldwäscherei natürlich, Kinderhandel, Trafficking, Biolabore. Das kam ja alles heraus, was noch vor ein Jahr oder anderthalb Jahre noch eine Verschwörungstheorie war. Das hat sich alles bestätigt, auch vom CIA, vom FBI, von sogar Joe Biden plappert es manchmal heraus, dass er da involviert ist in Betrug, Korruption. Es ist ein absolutes weltweites Verbrechen gegen die Menschheit und die Politiker, die schämen sich gar nicht mehr. Die machen es offiziell jetzt. Ob sie 10 Millionen Dollar kriegen von irgendjemandem aus China, ob sein Sohn irgendwo arbeitet. Es ist alles gestaged. Kolomoyski ist der Kerl, der Hunter Biden bezahlt hat, um bei einer Firma zu arbeiten in der Ukraine. Das ist der gleiche Kerl, der The Servant of the People mit Zelensky. Zelensky hat da einen Präsidenten gespielt in dieser Show in der Ukraine und er spielt jetzt einen richtigen Präsidenten im wirklichen Leben. Und es ist so, ich weiß nicht, es ist so verrückt, wenn man sich das mal ansieht und die Verbindung dazu sieht. Und es kommen immer die gleichen Verdächtigen wieder hervor, die damit involviert sind. Also weltweites Verbrechen gegen die Menschheit. Aber das Ziel ist, was wir uns wirklich darauf konzentrieren müssen, die New World Order, digitales Prison, digitale Währung und totale Kontrolle der Regierung weltweit. Darum geht es, und die Bevölkerung zu reduzieren. Alles andere sind Nebelschwaden, in meinen Augen. Ja, du siehst das also gar nicht so als duale Welt, Ost gegen West, sondern du denkst, du siehst das eher als globale Eliten, die diese Dualität im Grunde vorgaukeln, um ihre Agenda durchzuziehen. Sieh mal, Markus, vor einigen Jahren hätte ich das noch gedacht. Jetzt weiß ich, dass es so ist, weil die es selber sagen. Es ist ja keine Theorie mehr. Es ist eine Verschwörung, aber keine Theorie. Man kann es beim Club of Rome nachsehen, Committee 300. Ist ja sogar niedergeschrieben, was passiert. Dass du und ich, wir sind nutzlose Fresser. Klaus Schwab sagt es offiziell, er möchte Transhumanism. Er hat ja ein Buch darüber geschrieben, er sagt ja ständig. Harari, seine rechte Hand vom World Economic Forum, sagt ja auch, wir werden jetzt 80% von den Leuten auf dem Planeten gar nicht mehr gebrauchen. Und wir werden entscheiden, ob wir den Hebel umdrehen, um die wegzumachen, oder ob wir euch Bonus geben, Netflix und ein weltweites Grundeinkommen, damit diese Leute auch noch zufrieden sind, bis sie sterben. Aber die sagen es jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr ins Gesicht, die Agenda, was die haben, 2030 oder was immer, wie man es nennen möchte. Es geht wirklich darum, New World Order, Reduzierung der Bevölkerung und Digitalisierung über alles. Und Transhumanism, darum geht es. Und die Bevölkerung. Also das sind eigentlich die Themen, um was es da wirklich geht. Und ich weiß, Leute sagen, oh, die Ukraine und das und das. Seit 2014, ich meine, sind überall Nazis in der Ukraine. So, ich unterstütze den Krieg nicht. Ich weiß nicht, ob Putin gut ist oder schlecht ist. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn selber noch nie kennengelernt. Nur was ich sehe, die Punkte zu verbinden und was die Leute auch sagen. Die Verbrechen, die jetzt herauskamen, unverifiziert von der amerikanischen Regierung mit Joe Biden, das haut mich um. Das ist einfach so, ist, ja, okay, 10 Millionen hier, da, Biolabore, ja, Drogen da, da und da, Streubomben, ja, was soll's. Und die Leute sagen, ah, ist okay. Und Zelensky sieht aus wie ein. Als ob ihm ein Fitnessstudio gehört, in irgendeinem Dorf mit seinem kleinen Militäranzug da, stolz darum und hat angeblich 400 Millionen Dollar veruntreut. Wo ist es hin? Und die mit FX, mit dieser digitalen Währung auch. Da sind so viele Millionen von Dollar gewaschen worden, die dann zurückgingen als Spende zu Joe Biden, was auch verifiziert ist. Also so viele Verbrechen. Das ist, Markus, die letzten 3 Jahre, wenn du die Wahrheit gesagt hast, wurdest du bestraft, verhaftet, gelöscht, zum Teil ermordet, das ist eine Tatsache. Und die alle, die gelogen haben, das sind die meisten Politiker, die laufen einfach rum. Egal, ob es hier in Australien ist oder in Österreich oder in Deutschland oder sonst irgendwas, die machen, was sie wollen.
weil denen gehört das Militär, die Justiz, die kontrollieren. Klaus Schwab hat ja gesagt, wir kennen ja diese Young Global Leaders und ich habe ein Video gemacht über die Young Global Shakers. Das sind über 10.000 Leute vom World Economic Forum, die sind etabliert weltweit in den westlichen Ländern, im Mittelmanagement, Bürgermeister und so weiter. Die arbeiten für das World Economic Forum. Durch Kissinger wurde Klaus Schwab hochgepusht. Wenn man das wirklich mal sieht, das denkt, das ist ein Wahnsinn. Das ist so ein Verbrechen, Markus, direkt vor unseren Augen. Und jetzt Digitalisierung. Wie bereitest du dich denn persönlich darauf vor, sollten die demokratischen Mittel versagen, diese Entwicklung aufzuhalten? Was ist dein persönlicher Ausblick auf die nächsten 20 Jahre danach oder 10 Jahre nach 2030? Hast du da Vorbereitungen getroffen? Markus, ist eine gute Frage. Ich denke mal, von dem, was ich gesehen habe, ich habe auch viel Kontakt mit Kennedy, mit Rainer Füllmich, mit Bodo ab und zu. Ich habe viel Informationen von diesen Leuten, auch mit Ärztegemeinschaften. Leider, wenn wir das nicht stoppen können, dann ist es fertig. Dann werde ich im Gefängnis landen oder wahrscheinlich auch weggebracht werden. Das ist nun mal Fakt. Das sagen die ja auch schon. Das ist ja keine Überraschung mehr. Es wird wirklich passieren, wenn wir nicht aufstehen. Und das nicht dramatisieren, das ist so, wie es ist. Innerhalb der nächsten 8 Wochen, wir haben Bill 2023, wo uns dann verboten wird, laut Gesetz in Australien, das ist auch eine Tatsache, dass wir nicht widersprechen dürfen, was die Regierung als Wahrheit sagt, Markus. Es ist 8 Wochen jetzt, wird das umgesetzt wahrscheinlich, wenn da nicht genug Widerstand passiert. Das heißt, alle Miss- und Disinformationen, wie immer, ist falsche Informationen. Das heißt, die Regierung kann sagen, Markus ist eine Frau. Und ich sage, na, Markus ist keine Frau. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er hat eine Frau und hat Kinder und er war noch nie schwanger. So, das würde reichen dann, um mich zu sperren. Und Social Media, die das jetzt gepostet hat, wird auch gesperrt oder bestraft. Und im Extremfall gibt es Gefängnisstrafen. So, wir sind jetzt 8 Wochen davon entfernt, dass das wahrscheinlich umgesetzt wird in Australien. So schlimm ist es schon, Markus. Also selber vorbereiten, wenn ich das sehe, ich lebe mein Leben so gut wie es geht. Wir machen jetzt noch ein paar Wochen eine Renovierung, dann gehen wir hoch in den Norden von Queensland. Wir wollen gerne in Europa gehen in 2 Monaten, nur wegen Climate Lockdowns und die ganzen anderen Mandate. Wir wissen nicht genau, wie es gehen wird, weil vor 3 Jahren haben wir unsere Flüge verloren, das Geld dafür verloren und so weiter. Aber wir werden auf jeden Fall so gut leben, wie es geht, meine Frau und ich. Und bezahle überall Bargeld. Überall, wo ich hingehe, wo ich kann, bezahle ich mit Bargeld. Mit jedem, mit dem ich spreche, klein Hinweis. Und dann höre ich, ob die wissen, um was es geht oder nicht. Alle Handwerker, die bei mir auch gerade jetzt im Haus drüben sind, die wissen alle vom Great Reset. Die wissen alle von dem Verbrechen gegen die Menschheit. Und das finde ich klasse. Aber nach 3 Jahren ist es ziemlich langsam, Markus, wie die Leute aufwachen, weil es jetzt so offensichtlich ist. Die Leute sagen es uns ja. Die halten ja nicht vor, was da los ist. Sie sagen es dir ja. Und also selber, ich denke aber auch, die Leute, die Elite will ja, dass wir absolut miserabel sind. Und Leute sollen ihren Humor nicht verlieren, sollen das Leben genießen und das ist schon denen ein Dorn im Auge. Also, nee, das mache ich, Markus, und ich versuche jede Minute zu leben und lasse mich von dieser Elite nicht runterkriegen oder da zerdrücken. Wenn es kommen sollte, dass ich abgeholt werde, dann soll so gewesen sein. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt und jetzt nach 3 Jahren, auf jeden Fall, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Man hat ja damals mal gesagt, wie konnte das nur passieren in Deutschland? Also wer das immer noch fragt, der hat wirklich geschlafen die letzten 3 Jahre. Es ist interessant, dass du gar nicht an an das Paradigma oder an das Narrativ glaubst, was sozusagen vermittelt wird, dass es in irgendeiner Form da Blöcke gibt, die gegeneinander kämpfen, sondern das so interpretierst, dass das praktisch alles bloß ein großes Schauspiel ist, um die Leute vom Eigentlichen abzudenken, Ablenkungsmanöver, um im Hintergrund die Fakten zu schaffen, die von vornherein geplant waren. Spannend und auch wahrscheinlich ein gutes Schlusswort. Bernie aus Australien, der nicht an die Narrative der Medien glaubt. Sehr gut. Ich danke dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir, dass es doch noch mit demokratischen Mitteln bzw. mit dem Willen der Menschen nicht dazu kommt, dass wir irgendwann abgeholt werden oder uns um unsere Freiheit oder um die Freiheit unserer Gedanken sorgen müssen. Vielen Dank. Danke dir, Markus, und danke für die Einladung und vielen Dank an die Zuschauer auch für ihre Zeit.
Also bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal.